So, Titcam mal deaktivieren. Mal sehen, Fotos 1 kaputt. Thyriaden-Pheromon-Analyse kaputt. Update über Mike Lloyds zwielichtige Aktivitäten. Ich weiß nicht, welche Verbindung Mike Lloyd nutzen musste, um den Assistenzposten zu bekommen. Seit Monaten bekomme ich zu hören, dass zu viel Personal auf der Basis ist. Ich konnte ihn jedenfalls vom ersten Tag an nicht leiden und das hat gute Gründe. Verschiedene Dinge lassen mich vermuten, dass Lloyd Geld von den Rezeptoren erpresst und ihnen dafür schmerzlindernde Mittel gegen die Schmerzen während der Hydroxid-Oxidrin-Inhalation gibt. Er vergisst dabei jedoch zu erwähnen, dass diese Narkotikumklasse erste neurologische Fehlfunktionen hervorruft. Ich meine ernste. Ich habe auch schon welche. Schon häufig habe ich ihn bei Unterhaltung mit Rezeptoren im Lagerraum überrascht. Bei hübschen Frauen wie 111 hat Lloyd offenbar auch noch romantische Gebühren verlangt. Was für ein mieses Schwein. Ich muss die Sicherheit informieren, damit dieses Verhalten endlich ein Ende nimmt. Ja, und was sollte ich jetzt in ihren sensiblen Dateien bitte finden? Also bis auf die Codes, J. Palmer und UD03. Gucken wir mal, J. Palmer, UD03. Willkommen, John Palmer. Ja, das Codewort habe ich natürlich nicht. Mal sehen, technische Dateien über Roboterassistenten und Sicherheitsroboter, technische Dateien über verschiedene Basiskameras, technische Dateien über Kameraprototypen, Installationsskizze und Verdrahtung der Sicherheitsroboter, mangelnde Finesse der Gerichte von Koch Paul de Provence, Verhaltensadaption von Thyriaden basierend auf verschiedenen Robotern, ozeanische Stammesmusik erzeugt von einer Muschelflöte. Mhm. Einführung ins Computersystem. Oh, ich stehe auf Einführung. Das Netzwerk der Eden-Basis wurde entwickelt, um alle Sicherheitsanforderungen zu erfüllen. Es war während der lokalen Zwischenfälle erforderlich, die Fähigkeit aufrechtzuerhalten, jeden Schiffsbereich isolieren zu können, ohne die Bewegung des Personals oder Rettungsbemühungen zu verhindern. Jedes Labor ist mit einem unabhängigen elektrischen Schaltkreis und Kameranetzwerk ausgestattet. Zum Quadrantenwechsel müssen Besucher einen Gebietswechselschalter betätigen, in Klammern Ladezeit, um sich von einem Netzwerk zum nächsten zu bewegen. Gesundheit. Dieses geniale Gerät bietet einen effektiven Schutz vor Feuer, Überschwemmung, Mikroben, Kontamination sowie vor Hackerangriffen und Eindringlingen. Sind wir nicht auch ein Hacker? Mal sehen, Kameraprototypen. Neueste Studien auf dem Feld der Optik lassen hoffen, dass innerhalb des nächsten Jahres, wenn nicht sogar der nächsten Monate, leichtere, bessere zu handhabende Kameras als die aktuell verwendeten entwickelt werden. Während der Mission wurden vorläufige tragbare Modelle getestet, die trotz eines wiederkehrenden Energieproblems, Gewicht und Volumen der Bleibatterien, Prototypen von zukünftigen Miniaturversionen darstellen. Bleibatterien? Damals gab es wohl noch keine Lithium-Ionen-Zellen, so wie heutzutage, die Handys zum Brennen bringen. Auf Bitte von Professor Zeitfell, Leiter des Labors für chemische Ökologie, habe ich eine Endoskopiekamera entwickelt, die auch im Test überzeugen konnte. Beim Test während einer Sektion war sie imstande, ein Bild zufriedenstellender Größe mit einer motorisierten Linse kleinen Durchmessers zu erzeugen, was uns für die Zukunft mit Zuversicht und Optimismus erfüllt. Mal sehen, Basiskameras. Die Eden-Basis ist mit Kameras der neuesten Generation ausgestattet, die regelmäßig geprüft und bei der geringsten Fehlfunktion ausgetauscht werden. Mhm, haben wir ja gesehen. Kameras, die unscharf sind, Kameras, die Bildverzerrung haben, Kameras, die gar nicht bewegbar sind. Zwei essentielle Richtlinien wurden bei ihrem Design befolgt. Als erstes mussten die speziellen Bedingungen auf einem Schiff, Feuchtigkeit, Finsternis, in Betracht gezogen werden, für die Standardmaterialien nicht geeignet wären. Und als zweites die verschiedenen Gesundheitseinsatzgebiete bezüglich Überwachungsaufgabe, Thermaldetektion, hochauflösendes Rendering, Audioentschlüsselung und so weiter präzisiert werden. Das Atlanta-Modell wurde in Militärlabors entwickelt, um diese ambitionierte Aufgabe zu erfüllen. Seine Einzigartigkeit beruht vor allem aus seinen individuellen Ergänzungen, die jede mit dem Informationssystem verbundene Kamera aktualisieren. Eine Innovation, die die fortlaufende Performance des Netzwerkes zusätzlich steigert. Ja, wir sind gleich durch, keine Sorge. Wir lesen jetzt nicht alles, doch ich lese alles vor. Huch, da habe ich versehentlich gespuckt. Zum Glück nur auf die Tastatur, die ist wasserdicht. Roboterassistenten stellen eine der spektakulärsten Errungenschaften der modernen Technologie dar. Was für ein Fortschritt in gerade mal 20 Jahren! Vor gar nicht allzu langer Zeit waren sie klobige und schwere Panzer auf Rädern. Heute hat die neueste Robotergeneration wie jeder Betriebsbereite im Sektionsraum sehr fortschrittliche Sinne, kann sich selbstständig bewegen und Entscheidungen treffen.
Er weiß, wie er alle möglichen chirurgischen Prozeduren auszuführen hat. Und zwar sowohl bei Menschen als auch bei Tieren. Und kann seinen Besitzer eine Vielzahl an Aufgaben abnehmen. Gesundheit. Das Design dieser Maschinen ist das Ergebnis monatelanger gemeinschaftlicher Arbeit zahlreicher Ingenieure. Diese Roboter werden nicht massenproduziert, haha, nein, sondern wie luxuriöse Autos nach Bedarf hergestellt. Daher ist es auch nicht überraschend, dass diese kleinen Kostbarkeiten ein Vermögen kosten und eine große Investition für ein Labor darstellen. Okay, gemeinsame Daten ist wieder nur Begrüßungsschreiben, Projekt, Eden-Basis, Hierarchie, Anmerkung zum Computersystem, mein Alias und mein Passwort. Okay, das steht halt überall da für Elle Nichols, die hat halt, ja, gemeinsame Dateien. Die Olle hat einfach ihr Passwort und ihr Alias einfach so als, hat sie, ach nee, Moment, die hat das ja für uns da hochgeladen. Ich bin ja auch doof. So, Titcam, mal deaktivieren und mal gucken. Nee, ich muss mir das wieder anders hinschieben. Fenster kleiner machen. Achso, dachte schon, warum ist da jemand? Aber das ist sie. So, gut. Was ist da eigentlich? Kannst du da mal gucken? Was ist da? Ah, da kommt sie nicht hin. Dann lassen wir sie mal in den Raum hier gehen. Nicht, dass sie da wieder Hallus kriegt. Okay. Ja, dann guck dir mal das hier an. Guck mal in den Spiegel, Schätzelein. Wieso führst du mich hier hin? Es gibt hier nichts so... Doch. Deine Augen. Dein Gesicht, wie sich verändert hat. Diese Visionen, die mich plagen, sie fühlen sich an wie uralte Erinnerungen. Wie lange war ich bewusstlos? Ich würde es wirklich gerne erfahren. Die Kamera, warum dreht die sich? Lass das. Blöde Kamera. So, okay. Dann gehen wir hier rüber. Oh oh, da liegt eine Leiche. Ich hab sie schon gesehen. Da. Oh oh, das sieht nicht gut aus. Oh oh. Geht sie da jetzt hin? Edel, kommst du mal hier rein? Hihihi. Bin ich gemein? Dieser Mann. Auf der Bank. Abdallah. Bitte. Verlange nicht von mir, dass ich ihn durchsuche. Oder diesen herumschwimmenden Kadaver. Doch. Los. Einmal Abdallah durchsuchen. Der ist sexy. Komm hier. Mach mal. Nein. Nein, ich will nicht. Ich kann nicht hierbleiben. Verschwinden wir. Komm schon. Durchsuch ihn. Ninu, ninu, ninu. Ach, du bist doof. Mach das Licht aus. So, hier, komm. Hau mal ab. Echt jetzt. Was ist denn dabei? Ayman Abdallah zu durchsuchen. Gut, dann mach ich das Licht hier auch aus. Dann darfst du dahin gehen. Licht aus. Licht aus. Komm hier. Ja, so ist brav. Geh mal darüber. Okay, ich weiß jetzt auch nicht, was wir noch machen sollen. Weil die Schränke kriegen wir nicht auf. Komm, geh mal darüber. Vor allen Dingen, dass sie das gar nicht stört, dass hier so ein Typ die ganze Zeit irgendwelche Lichter an- und ausmacht. Tür zu.
So. Dann gehen wir da hin. Licht auf dem Klo machen wir auch aus. Strom sparen ist die Devise. Ah, deswegen mussten wir da rumlaufen. Moment, hier ist ein Gebietswechselschalter? Oder was ist das? Alles klar, ich gehe nach oben. Gebietswechsel. Bis gleich. Okay. Dann Ladezeit. Ich habe nichts mehr zu trinken. Ich sollte mir was zu trinken holen. Mounting Shared Volume Read Only. Was? Eins Poop? Hab eins Poop? Okay, gut. Kamera. Okay. Ja, ist sehr kuschelig hier. Komm mal hoch. Okay, ich weiß nicht, was wir hier machen, aber lass sie hier mal hochlatschen. Da sind Einschusslöcher im Glas. Ach, was du nicht sagst. Geh mal dahin. Obwohl, eigentlich könnte ich sie da auch... Ja, Code. Hä? Die Tür ist trotzdem offen? Nee. Nein! Die hatte ich doch eben auf. Verdammt. Blöder Code. Mädel, wo gehst du hin? Hab ich gesagt, du sollst da hingehen? Natürlich geht sie jetzt dahin. Machen wir die mal auf. Mal sehen, was ist das denn? Oh, das ist ein riesiger Raum. Muss ich gleich mal die Kamera zücken. So, das ist ja alles ein bisschen komplizierter hier. Aber ich werde demnächst eine Aufnahmepause machen. Komm mal rein hier. Da habe ich noch eine Kamera, die ist ein bisschen weiter weg. Oh. Vorsicht, eine Schlange. Komm mal lieber hier hin. Oh nein, da kommt sie nicht weiter. Verjagt das Biest. Ich habe panische Angst vor Schlangen. Toll, wie soll ich denn das verjagen? Puh, Glück gehabt. Okay, ich habe einen fahren lassen. Super.